Einen wunderschönen Morgen, Tag oder Mittag, meine Freunde. Heute ist es wieder soweit. Wir gehen ins Stadion und heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Deswegen will ich die Stimmung gerade gar nicht besonders so hoch anlegen hier in diesem Video, weil heute ist der erste Spieltag nach dem Tod vom Hertha-Präsidenten Kai Bernstein. Wir sind gerade richtig früh unterwegs. Wir haben es kurz nach 10, das Spiel geht um 13:30 Uhr los. Der Trauermarsch geht jetzt erstmal los am Theodor-Heuss-Platz, wo wir ganz schön weit von weg parken mussten. Und da gucke ich mal, ob ich euch da inwiefern da mitnehmen kann. Wir gucken mal, wie das so ist. Es ist ein Trauermarsch von den Harlequins angekündigt worden. Und da gehen wir jetzt hin und schauen mal, wie viele Leute da sind. Ich habe schon echt viele hier in der Nähe gesehen. Und da laufen wir gemeinsam zum Stadion. Angekündigt ist, ohne Alkohol, ohne Pyro, ohne laute Gesänge, einfach wirklich ein Trauermarsch. Und danach vielleicht noch in die Kapelle zum Gottesdienst. Ich weiß nicht genau, wie der Plan ist. Wir schauen mal. Hier ist auch schon viel mit der Polizei und sowas abgesperrt. Wir laufen jetzt erstmal zum Platz, Baby. Aber wir sind genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ihr seht schon, hier ist viel Polizei. Und da laufen sie. Oh Mann, Alter, das ist echt... tough, Alter. Wir werden uns dem gleich auf jeden Fall anschließen. Ihr seht schon, die meisten sind in schwarz gekleidet. Ich warte mal, bis sie ein bisschen näher sind. Also ihr seht, in schwarz gekleidet, Trauer um Kai. Wirklich komplette Ruhe. Ich wurde gerade auch darauf hingewiesen, ich soll ein bisschen Abstand heute halten. Kann ich auch voll verstehen. Ich werde jetzt auch gleich die Kamera wegtun und dazulaufen. Vielleicht meint es ja auch mein Verein. Ist ja auch... für mich echt eine überraschende Nachricht gewesen. Schockierende, geistkrank krasse Nachricht. Dieser Schock, dass einfach Kai Bernstein mit 43 Jahren gestorben ist. Ja, es ist wirklich komplett still, es ist komplett ruhig, es ist ein paar Fotografen da. Aber ansonsten laufen eigentlich auch nur alle mit und ja. Schaut mal, es gab auch einen kleinen Zettel an die Pressevertreter. Eine kleine Info, über das man heute einfach vielleicht ein bisschen Abstand halten soll und es nicht so nutzen soll, ich finde es richtig geil, dass sie so einen Zettel gemacht haben, auf jeden Fall. Und deswegen sehen wir uns auch erst wieder jetzt am Stadion, Freunde. Wir sind drin, Freunde. Ihr seht hier, ist noch nicht viel los. Wir haben da vorne eine kleine Trauerstelle, wo man Blumen abgeben kann. Die sind hier überall heute im Stadion aufgebaut, an mehreren Stellen. Ja, ihr seht, wir sind echt früh, also es ist echt noch nicht viel los. Und wir gehen jetzt nochmal nach vorne ans Stadion, würde ich sagen, um mal zu gucken, was da los ist. Ich bin auch echt sehr, sehr, sehr gespannt heute, was uns drin erwartet. So, wir haben noch den Man getroffen, Zwerchblüder. Der macht auch einen Vlog, checkt ihn ab. Was tippst du? Ich sage heute zu Hause... wichtiges Spiel für die Ehre, 3:1 werden. Maschallah, viel Spaß, Bruder. Dankeschön. Vom Osttor ist zum Beispiel wieder ein bisschen mehr los, Freunde. Hier ist auch sind richtig viele Rosen aufgestellt. Die Leute stehen rum, sie trauern. Ich bin echt gespannt. Beim Spiel drin erwartet, Freunde. Ich glaube, das wird schon gut emotional auf jeden Fall. Also ich werde mir jetzt heute auf jeden Fall ausnahmsweise das erste Mal Burrito einverleiben, Freunde. Burrito, Chicken machen wir. Scharf machen wir auch. Coca-Cola. Wunderbar, wunderbar, rein damit. Da ist er doch. Oh, der Bauch auch. Ist ein dickes Ding auf jeden Fall, Baby. Will mal schnell den Burrito direkt machen. Kriegt man kaum den Mund so groß, wie der ist. Sogar scharf. Damit arbeiten. Ich gebe ein Update, wenn ich durch bin. Eine Ewigkeit später. Sind wir drin, Freunde. Guckt euch das an. Ey, krass. In dem Moment kommen genau die Düsseldorfer rein. Und schaut euch das mal an. Man sieht heute wirklich so gut wie kein Blau. Alter. Alter, da kriegt man wirklich Gänsehaut im ganzen Körper. Mit der Musik und die Fotos, die eingeblendet werden von ihm. Und man sieht auch schon alle Banner hier im Oberring, wenn ihr da mal guckt. Ist schwarz. Die Spieler kommen in schwarz rein. Ich hab Gänsehaut im ganzen Körper. Gar nicht in Worte fassen, wirklich. Kann man gar nicht in Worte fassen, was hier gerade abgeht. Also guck mal hier vorne auch. Schwarz. Es ist alles schwarz überdeckt. Das ist echt. Ich tue mich echt schwer, die richtigen Worte dafür zu finden gerade.
Deswegen sage ich lieber gar nichts. Der Burrito ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker und sehr scharf. Kostet 12 Flocken, 12 dicke Tacken, aber ist sehr, sehr lecker. Freunde, ich habe gerade Leute getroffen, die ich letztes Jahr schon mal getroffen habe, beim Dönerstand, als ich erstmal Hakiki getestet habe. Was geht, Jungs? Schaut euch mal die Jungs an. Die wollen eine Prediction abgeben. Warte. Ich sag 2-1 Hertha, letzte Minute nach der Tor. Verrückt, Hertha. Wundert mich nicht, dass... Ich sag 3-1. Ohne Fabi Rehse heute, trotzdem. Nada macht das schon. Okay, perfekt. Ich wünsche euch viel Spaß, Jungs. Danke. Und genießt das Spiel, ne? Ja, anscheinend gibt es heute ein Fallrückzieher-Tor von Nada. Aktuelle Tabellenlage auch. Pauli wieder Erster, weil Kiel verloren hat gegen Braunschweig einfach. Und Düsseldorf seht ihr hier auf Rang 4. 5 Punkte vor Hertha. Also das wird alles aber nicht einfach hier heute, Freunde. Wir haben jetzt eine kleine Rede nochmal vorher. Hört mal zu. Fühlt sich auch so langsam, die Leute aus dem VIP kommen auch nach draußen. Er hat im Grunde eigentlich nur gesagt, dass heute die Aufstellung nicht versungen wird, quasi, also so geschrien, sondern nur vorgelesen. Es wird eine Schweigeminute und ja, in ganz kleinen seht ihr es auch, vor der Kurve ist so ein Trauerflor aufgestellt worden. Ja, ich bin gespannt, wie es gleich weitergeht. Torhüter 12, Thiago Ernst. Die 5, Andreas Mouchalakis. Mit der 6, Michael Kapoor. Mit der 9, Smiley Kreppel. Die 20, Mark Oliver Kempf. Mit der 22, Martin Winkler. Die 25, Marcus Tabakovic. Die 34, Leo Seeflöger. Mit der 37, Toni Watson. Also, es war gerade die Aufstellung. Vielleicht gibt es auf jeden Fall ein Spruchband bei Düsseldorf. Und sonst wirklich. Stille. Wir haben es jetzt 5 vor. Also, in 5 Minuten ist Anpfiff. Es müsste ja jeder Moment losgehen. Ostkurve bringt jetzt ihr erstes Banner raus. Jetzt geht's los. Liebe Fans von Fortuna Düsseldorf, bitte erhebt euch jetzt im Gedenken an Kai Bernstein, unseren Präsidenten, der völlig unerwartet und viel zu früh im Alter von nur 43 Jahren gestorben ist. Lieber Kai, es bricht uns das Herz. Die Lücke, die du hinterlässt, als Mensch, als Vater, als Ehemann, als Sohn, als Freund, als Herr Thaler und natürlich als unser Präsident, wird nicht zu schließen sein. Mit deiner unvergleichlichen positiven Energie hast du unserem Verein seine wahre Identität zurückgegeben. Du hast vereint, statt zu spalten. Du hast uns daran erinnert, warum wir unseren Club lieben. So warst du ein Präsident für alle Hertanerinnen und Hertaner. Nahbar und leidenschaftlich, mit Demut und blau-weißem Herzblut. Du hast uns einen Berliner Weg in die Zukunft gezeigt, an den wir alle glauben und den wir nun ohne dich weitergehen müssen. Wir werden unsere Gemeinschaft pflegen und stärken, diesen Weg, deine Vision gemeinsam fortführen. Für dich, für Hertha BSC. Lieber Kai, du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben. Wir bitten dich nun um eine Minute der Stille.
Vielen Dank. Könnte ich jetzt Fußball spielen auf dem Platz. Als wenn es jemand gerade nicht in irgendeiner Art und Weise mitgenommen hat. Das muss der kalteste Mensch auf diesem Planeten sein. Das ist krass. So ein Geisterspiel zu Corona-Zeiten. Das ist verrückt, wirklich. Er unterschreibt jetzt nochmal, wir gießen deinen Baum mit unseren Tränen. In unseren Herzen wirst du ewig leben. Wir sind jetzt 4 Minuten drin, Freunde. Ist ja noch nicht viel passiert, ist aber irgendwie auch mal interessant, so ein... Also natürlich erstmal der Grund, warum so gespielt wird, ist natürlich nicht schön, aber irgendwie auch interessant. Stellt euch mal vor, Fußball wäre immer so. Man würde immer so ein Fußballspiel gucken, es wäre so ruhig. So, jetzt 5. Minute. Steigt Düsseldorf jetzt ein. Mal gucken, ob heute überhaupt was aus der Kurve kommt. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es heute 90 Minuten Stille gibt. Also das kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen, aber könnte. Ich weiß es nicht. Kann schon gut sein, dass heute nicht viel kommt. Ich habe meinen Tipp für heute auch noch gar nicht abgegeben. Mein Tipp war ursprünglich heute ein 1-1, Freunde. Düsseldorf 5. Wir 7. Ohne Reza auch heute wie am Start. 1-1 wäre auf jeden Fall was, womit wir, glaube ich, glücklich sein können. Aber komm. Komm, Derry. Ich bin mal echt gespannt, was heute geht, weil Hertha ohne Fabi Reza vorne mit Preveljak. Ich glaube, Winkler und Tabakovic ist vorne mit drinne. Ich bin echt mal gespannt, was geht. Also wäre richtig, richtig geil, wenn sie heute tatsächlich mal was zeigen. Also wenn sie zeigen würden, dass sie ohne Fabi Reza auch gut abliefern, das wäre schon geisteskrank geil. Wie lange wollen die das denn bereithalten? Hertha hat jetzt auch wieder den Spruchband vorbereitet. Mal gucken, was da hochkommt. Ah, Ultra der ersten Stunde. Hertana bis zur letzten. Dein Einsatz für den Verein unvergessen. HM03. Boah, das war, glaube ich, wirklich die erste, wenn man das größte Aktion nennen kann, gerade überhaupt in diesem Spiel. Kurz mal in den Strafraum gespielt. Und Derry ist schnell. Derry ist sehr schnell. Derry verkackt, aber spielt weiter runter. Komm schon! Ja! Das war jetzt gefühlt gerade so ein kleiner Brecher, ey. Schon wieder eine Riesenschoss. Krass, ey. Das hat wirklich gerade sehr, sehr gut getan, dieses Tor. Also, das ist ja wie so ein... Was soll ich sagen? Wie so eine Spannung, die sich irgendwie... Nicht gelöst, eigentlich nicht, aber irgendwie auch schon. Es war einfach...
wichtig für den Verein und für den Jubel, das zu zeigen, das Trikot, wie er hochhält. Wird es bestimmt ein geiles Bild von geben. Schauen wir mal auf die Ecke. Leider nichts. Man merkt es aber auch auf dem Platz, dass auch keiner irgendwie heute hat irgendwie Bock auf Randale, auf Diskussionen und sonst was. Schwierige Entscheidung steht und es steht dann. Gerade eben nochmal die Aufnahme gesehen vom Tor auf dem Handy. Das sah wirklich so aus, als ob da war so Willenskraft dabei bei dem Schuss. Den wollte er reinmachen, den musste er reinmachen. Und den hat er zum Glück reingemacht. Und wenn Harris trifft, dann trifft er hoffentlich zweimal, Baby. Ich bin in Trance und alles schickt gerade an mir vorbei. Oh, Pfosten! Oh. Das hätte es sein können. Jetzt nochmal drauf. Habt ihr das gehört? Die Kurve hat gerade kurz HOH gesungen, ne? Aber es waren anscheinend nur ein paar, nicht komplett. Ich bin gespannt, ob die es durchziehen. Ich hoffe echt nicht. Ich hoffe jetzt, in der zweiten Halbzeit geben sie Gas. Dass nicht nur Stille ist, sondern auch, dass für Kai volle Kanone gegeben wird und volle Kanone gesungen wird und volle Kanone angefeuert wird. So schnell kann es gehen. Wir treffen voll in den Pfosten. Düsseldorf macht einen Ausgleich, aber es ist noch eine komplette Halbzeit vor uns. Und die Ostkurve hat sich was nur für die 43. Minute überlegt. Was steht da? Für mal Ruhe in Frieden, Karl, ganz oben. Dann hier, also von links nach rechts, aber wir werden alles geben, dass dein Traum wirklich Wirklichkeit wird. Aus der Kurve zum Präsidenten, für immer Herr Tana. Ruhe in Frieden, Karl. Ruhe in Frieden, Karl. Ruhe in Frieden, Karl. Im blau-weißen Himmel immer bei uns. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ein Knaller von der Richard! Let's fucking go, baby! Er da, ei, 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 ei. Schuss, Tor, Sieg und wir sind dabei. Her da, ei, 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 ei. Hertha BSC! Oh, da fällt einem auch echt irgendwie ein Stern vom Herzen. Es fällt einem alles leichter hier. Yes, baby! Yes! Vamos! Ich erinnere euch nochmal, Freunde, als wir gegen Kiel gespielt haben. Schaut mal, da habe ich dieses Video von Derry gepostet, wie er dieses Tor nicht gemacht hat. Das geht doch nicht! Und jetzt knallt er die Bude rein. Ich küsse doch dein Herz, Derry. Geil! Und jetzt könnt ihr sehen oder auch hören. Teil der Kurve sinkt auf jeden Fall ein bisschen. Mal gucken, wie sich das gleich. Wir gehen jetzt erstmal in die Halbzeit, mal gucken, wie es dann in der zweiten läuft. Aber das 2-1 ist erstmal sehr, sehr geil. Und was ein Tor auch schon. So, Ladies and Gentlemen, wir gehen rein in die Halbzeit Numero 2. Steht 2-1. Der Auswärtsblock hat gerade einen fetten Böller gezündet in der Halbzeit. Es hat richtig laut geknallt hier drin. Die Leute, die Spieler sind zurück. Es gibt noch einen Banner für Ruhe in Frieden. Carsten, also scheint auch ein Carsten noch gestorben zu sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre und Kai mit zweitem nicht Carsten heißt, nimmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich das nicht genau weiß. Und noch darüber mach's gut, Dicker, mal gucken. Aber anscheinend bleibt die Kurve weiterhin leise. Also sie scheinen erstmal weiterhin durchzuziehen tatsächlich. Oh, Elfmeter für Düsseldorf. Ich hab's leider nicht draufgekriegt, aber das geht ein Elfer für Düsseldorf und damit kannst du in der 48. schon 2-2 stehen. Ich weiß gar nicht ganz genau, was passiert ist, ob irgendwie, also sah nicht nach Absicht faul aus, eher, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt schwer beurteilen, Alter. Schade, Mann. Und ich sag auch, dass Jörg Ernst jetzt hält.
ist, wie es ist. Somit ist noch ein Tipp hin. Also war ja vorher schon, aber es ist wieder leicht offen zu einem 2-2. Aber ich hoffe, dass er natürlich noch ein Tor schießt. Nein! 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 Das geht's nicht, noch ein Elfmeter. Warum? Zweiter Elfer. Entschiedene Sache. Gerade eben erst einer reingegangen. Jetzt, guter Spruch ist mir gerade eingefallen, Tjaak, mach mal ernst. Den habe ich nicht geklaut, der ist mir selbst eingefallen gerade. Hundertprozentig. Und da jetzt schießt er. Wo schießt er? Ja! Let's go! Let's go! Richtig und richtig. Zwei Elfer. Können nur Herzer gegen Kiel. Und da haben wir da auch einen verschossen, ne? Wisst ihr warum, Freunde? Weil Tjaak hat auf ernst gemacht. Boah, wirklich, Düsseldorf gerade gut under pressure, Alter. Auf dem Flügel über die Nummer 7, da geht richtig, richtig viel Heiligsblechle. Stabil. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der hat schon zweimal Klatschertrick gemacht. Also so diesen, bei früher bei Viereck, L2, nach vorne drücken und Schussfilte. Das ist so klack, klack und weiterhin. So als ob er täuscht andeutet, ob er stehen bleibt. Komm! Komm! Jetzt. Feuer! Feuer! Oh, schade, Alter. Schade. Und jetzt direkt der Gegenangriff. Oh, da holt sich Toni gelb. Also wenn es kein Geld gegeben hätte, was gibt dann Geld, ne? Ei. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Und noch eine Ecke, ey. Das ist doch noch viel zu viel Pressure gerade, Alter. Extrem geil, wenn Hertha das Ding heute gewinnt. Nochmal gekontert. Das wären so wichtige Punkte, und einfach den 5-Platzierten zu schlagen. Wäre halt wirklich nochmal so big. Wäre ultra big. Komm, jetzt nochmal Tabak, nochmal gleich wie vorhin! Geisteskranke Chance. Also krasser Schuss. Schade, ich konnte es nicht zeigen. Aber vertraut einfach. Habt ihr gehört, neben dem Bus ist gefilmt, also hat es auch drauf. Der hat einen Wechsel, Burelak ist raus. Und Bilal Hüsin rein, kommt rein. Wer geht noch raus? Toni, weil der Toni Leisner geht raus, weil er auch schon gelb hat. Und gibt Captain tatsächlich an Tabakovic ab, wenn Riese nicht spielt. Minus Gechter kommt noch ein. Also aktuell noch 2-2. Mal gucken, was kommt. Mach ganz entspannt. Mach das Ding raus und tschüss. Und mach raus. Oh mein Gott, Tjaak, Baby. Oh, schade. Tabakovic liegt noch auf dem Boden. War jetzt einfach so ein schöner. Oh, guck mal, übrigens, wie sich das aufgeladen hat. Voll schön. So ein schöner Videobeweis wäre jetzt toll. Und ein Elfer dazu. Ah, oh, das wäre grandios. Das wäre so richtig, richtig, richtig toll. Aber ich glaube, dazu kommt es nicht. Oh, Scheiße. Dafür kommen aber die Sunnis rein. Kein Elfer. Ares wurde kurz behandelt und muss jetzt kurz raus. Dann gleich wieder vom Schiri die Erlaubnis kriegen reinzukommen. Ihr seht, da unten läuft er gerade. Und warte, will jetzt eigentlich wieder reinkommen. Warum muss er aber raus? Wenn jemand weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie ist die Regel? Wann muss jemand kurz raus nach einer Verletzung? Achso, wenn er behandelt wird, muss er kurz raus. Okay, wahrscheinlich. Wenn es anders ist, schreibt es mal bitte rein. Aber gefühlt jetzt 79 Minuten, die Luft ist raus, als ob keiner mehr so richtig Power in der Lunge hat. Also keiner macht mehr so. Gefühlt alle sind so nur noch so Alibi am Sprinten. Schon wieder gelb, Digga. Es ist ja unglaublich. Digga, Hertha hat so viele gelbe Karten heute gekriegt. Gerade mal geguckt, Hertha hat einfach schon 5 gelbe Karten, Digga. 5. Komm, und lauf, Junge. Komm, lauf. Oh, Mann.
Digga! Und noch eine gelbe! 6 gelbe Karten, Digga! Oh nein! Oh nee, Digga! Boah, mein Gott! Ähnliche Situation wie Tabakovic. Er geht 6 Minuten drauf! Fast die gleiche Situation wie Tabakovic um 1-0. 6 Minuten nochmal drauf. Alter Walter, Schloch 2-2. Kacke, Alter. Jetzt habe ich... Für 6 Minuten habe ich kein gutes Gefühl für Hertha. Aber kommt schon, Jungs, Mann. Also ganz ehrlich, ein Punkt ist auch total fein eigentlich gegen den 5-Platzierten. Wenn man natürlich nach oben will und den Aufstieg dann noch irgendwie dann doch mitspielen will, was ja noch möglich ist, was auch nicht der Anspruch der Berliner ist, aber was möglich ist, muss man so ein Ding halt gewinnen. Und das ist halt schade. Natürlich, die Jungs spielen unter ganz besonderen Bedingungen heute. Ist natürlich was ganz anderes. Umso geiler, dass sie 2 schöne Tore geschossen haben für Kai. Aber wäre noch schöner, wenn sie heute den Sieg holen. Das wäre so schön. Oh nein, nein, kein Elfer. Kein Elfer. Boah, wirklich. Also Düsseldorf macht so starke letzte Minuten. Nur aufs Hertha-Tor. Was weiß ich, was da passiert ist, wirklich. Kommt schon, Männer! Komm! Ding ist durch, Freunde. 2-2? Ich glaube, wir können trotzdem irgendwie happy damit sein. Irgendwie. Also ich glaube, wir können wirklich irgendwie trotzdem happy damit sein. Es war ein taffer Tag. Also habt ihr gehört, Freunde. Ich glaube, damit können wir erstmal ganz gut leben mit dem einen Punkt, auch wenn 3 schöner gewesen wären. Aber einer ist besser als keiner. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz klar. Es war wunderschön heute, Freunde. Nochmal, guck mal, wie schön das hier aussieht, wenn man nochmal vorsteht in der vollen Pracht. Es war wirklich toll. Lian, wie fandest du es heute? Geil. Ja? Vielleicht kennen einige noch Lian. Vor einem Jahr habe ich mal gegen ihn FIFA gespielt, Freunde. Hallo, ich bin der Lian und ich habe endlich mal das erste Mal den Benji geschlagen. Du Arschloch. Da hat er gegen mich gewonnen und dann musste ich ihn in mein Video einbauen. Und er war heute das zweite Mal bei Hertha. Und er hat sich sogar einen Hertha-Schall geholt. 2-2, dein Tipp war 2-0. Ab sofort Hertha-Fan. Er ist selbsternannter Bayern-Fan. Ab sofort Hertha, Lian? Ja, sofort Hertha. Und was mit Bayern? Heute spielt Bayern, was tippst du? 2-1 Bayern. Heute spielt noch Bayern gegen Bremen, Freunde. Mein Tipp ist 3-0 Bayern. Aber das meinst du, du kannst doch nicht einfach jetzt Bayern rauslassen, Leon. Das kannst du nicht, du kannst doch nicht so sein. Ich hab's gehört, Freunde. Ich melde mich nochmal, Leon hat doch nochmal was richtig zu stellen wegen Bayern. War nur Spaß, Leute. Ich bin immer noch Bayern-Fan, aber ich supporte auch beide Vereine. Lass den erwachsen werden und dann weiß er, welcher Club der richtige ist, Freunde. Das sag ich euch. Das sind dann die, die sagen, ich bin schon Bayern-Fan, seitdem ich klein bin. Also, zu Hause zurück angekommen, Freunde. Geiler Spieltag heute gewesen. Sehr emotional. Sehr krasser Tiefgang. Alleine mit dem Marsch vorher. Das war wirklich was, was unter die Haut ging. Und nochmal Respekt an die Spieler, was sie da abgeliefert haben. Wirklich. Da kann man beim 2-2 nur klatschen, was die da wirklich abgeliefert haben. Da ging es heute nicht vorrangig auch ums Ergebnis. Es ging um Zusammenhalt. Es ging um das Gemeinsame und es ging um Abschied zu nehmen. Das war auf jeden Fall tough heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne eure ausführliche Meinung in die Kommentare. Ich werde mir vieles durchlesen. Wie ihr es im Fernsehen erlebt habt, wie ihr es zu Hause erlebt habt oder auch sonst wie vielleicht in der Kurve oder so. Ich freue mich drauf und wir sehen uns spätestens wieder, wenn es heißt Hertha gegen FCK im DFB-Pokal, Freunde. I love you, bis dann und bleibt gesund.